Zurzeit wird das positive Lebensgefühl beim gemeinsamen Singen durch die Gefahr von Viren in der Atemluft beeinträchtigt. Ein individuelles Hygienekonzept soll helfen, das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten. Dabei gilt, die allgemeingültigen Maßnahmen, Hygiene, Abstand, Maske, müssen vor und nach den Proben eingehalten werden. Auch die Dokumentation der Namen und der genauen Aufstellung pro Gruppe ist Pflicht. Der vorgegebene Mindestabstand von 2 Metern zwischen den Sängerinnen und Sängern muss durch individuelle Aufstellungen gewährleistet werden. Konzerte können mit einem Mindestabstand von 4 Metern zum Publikum stattfinden. Um einen angemessenen Luftaustausch bei manueller Lüftung sicherzustellen, muss vor und nach der Probe 30 Minuten gelüftet werden. Die eigentliche Probe wird nach einer halben Stunde für 15 Minuten unterbrochen. Danach kann eine weitere halbe Stunde gesungen werden. Bei maschineller Lüftung kann auf die Pause verzichtet werden, wenn die Anlage während der Probe in Betrieb bleibt. Zwischen 2 Gruppen muss der Raum 2 Stunden lang leer stehen. Bei Proben unter freiem Himmel kann auf die Lüftungspausen selbstverständlich verzichtet werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Team vom Chorverband Berlin.